Wir haben bereits gelernt, wie Sie mit WordPress Artikel veröffentlichen können, eigene Seiten anlegen können, individuelle Themes erstellen und noch vieles mehr. Ich möchte Ihnen nun eines der nützlichsten Kernfeatures zeigen, welches erst einmal nicht offensichtlich verfügbar ist. Damit ist die Multi-Site-Netzwerkfunktion gemeint. Das heißt, wir können mit WordPress komplette Netzwerke einrichten und haben den Vorteil, dass wir unter einem Administrations-Backend viele verschiedene Webseiten oder Blogs verwalten können und dabei wird immer auf dieselbe physische Datenstruktur zurückgegriffen, wodurch uns als Administrator die Wartungsarbeit und Verwaltungsarbeit wesentlich vereinfacht wird. Wir können so über das Netzwerk-Dashboard zum Beispiel global Plugins aktivieren und deaktivieren. Wir können Themes zulassen und Benutzer verwalten. Die Netzwerkfunktion lässt sich genauso schnell aktivieren, wie eine WordPress-Installation durchgeführt wird. Hierzu sind nur wenige Schritte notwendig. Ich bin ja einmal im WordPress-Kodex unter dem Punkt Create a Network und scrolle hier etwas herunter zu dem Punkt 2 Allow Multisite. Und ich werde nun hier die entsprechende Codezeile kopieren und diese sollen wir in der wp-config.php einführen. Mit der Befehlstaste C kopiere ich diese entsprechende Codestelle und öffne nun die wp-config.php. Ich speichere das Ganze und wechsle zurück in unser WordPress Backend und lade hier einmal neu. Hier sehen wir erstmal keine Veränderung, es ist noch kein Netzwerk vorhanden. Allerdings verbirgt sich jetzt hier unter dem Menüpunkt Werkzeuge der neue Punkt Netzwerk Einrichtung. Ich klicke diesen an und werde jetzt hier in der Netzwerkinstallation willkommen geheißen. Hier kann ich nun einmal entscheiden, ob mein Netzwerk auf Subdomains basieren soll, also ob die Adresse zu den einzelnen Seiten vorne an die URL herangestellt wird oder ob ich mein Netzwerk auf Subverzeichnissen anlegen möchte. Das heißt, unsere Blogs werden immer mit einem Slash hinten herangestellt. Ich entscheide mich für die Subverzeichnis-Variante, weil diese in meinem Beispiel einfach etwas eleganter aussieht. Als nächstes können wir hier für das Netzwerk einen Titel vergeben und wir nennen es Max Mustermann Netzwerk. Wir müssen hier eine Administrations-E-Mail-Adresse hinterlegen und können nun auf Installieren klicken. WordPress hat jetzt im Backend neue Datenbankfelder angelegt, in denen die einzelnen Seiten verwaltet werden. Und wir werden nun gebeten, im nächsten Schritt in der wp-config hier den folgenden Codeblock einzufügen. Ich kopiere diesen mit Befehlstaste und C, wechsle in meinen Editor zu der wp-config und füge den unterhalb von Allow Multisite ein mit der Befehlstaste und V. Speichere das Ganze mit der Befehlstaste und S, wechsle wieder zu meinem Editor und schaue, was wir hier in Schritt 2 tun müssen. Im Schritt 2 werden wir gebeten, die folgenden Regeln für lesbare URLs bzw. sprechende URLs oder auch Permalinks genannt einzufügen. Ich kopiere auch diesen Codeblock wieder mit der Befehlstaste und C. Und als nächsten Schritt müssen wir für die sprechenden URLs, also Permalinks, neue Regeln in die htaccess eintragen. Hierzu wechsle ich erst einmal in den Finder und hier sollte normalerweise eine htaccess zu sehen sein. macOS allerdings verbirgt Dateien, die mit einem Punkt beginnen und geht davon aus, dass diese Systemdateien sind. Das heißt, wir müssen zuerst einmal macOS beibringen, dass unsere htaccess-Datei keine Systemdatei ist, beziehungsweise wir müssen dafür sorgen, dass macOS uns alle Dateien anzeigt. Hierfür werde ich ganz einfach bei Google nach einem passenden Artikel suchen, Show Hidden Files, und ich nehme hier den zweiten Artikel,
scrolle etwas nach unten und hier finde ich auch den passenden Befehl dazu. Ich kopiere mir diesen einmal, öffne das Terminal und bin hier auf dem Mac, füge den Befehl hier ein, bestätige das Ganze mit Enter. Als nächsten Schritt müssen wir den Finder beenden und neu starten. Das können wir ganz einfach über die Aktivitätsanzeige tun. Und hier wählen wir Finder und drücken hier oben auf diesen Prozess sofort beenden. Und der Finder wird sich automatisch neu starten. Und ich wechsle nun zurück in den Finder. Und wir sehen jetzt hier, dass es hier die versteckten Dateien angezeigt werden. Hier gibt es die von macOS verwendete D-Store, eine GitHub-Datei. Und hier ist für uns die relevante htaccess. Ich öffne diese im Editor und kann hier nun aus dem WordPress-Backend die entsprechenden Quellcode-Teile einfügen. Mit der Befehlstaste C kopiere ich das Ganze. Und hier markiere ich zuerst alles mit der Befehlstaste A und füge es ein mit der Befehlstaste V. Ich speichere das Ganze und schließe die htaccess wieder. Und als nächstes wird uns hier gesagt, sobald alle Schritte abgeschlossen sind, können wir uns neu anmelden. Ich melde mich neu an der Seite an. Und nun sehen wir hier den neuen Menüpunkt Meine Seiten und sehen hier als Netzwerkseite unseren bisherigen Blog. Es gibt jetzt hier unter Netzwerkverwaltung das Dashboard. Ich klicke einmal auf das Dashboard Netzwerkverwaltung und bin jetzt hier im Netzwerk-Dashboard und habe hier die neuen Menüpunkte Seiten, Benutzer, Themes, Plugins, Einstellungen und Aktualisierungen. Ich kann jetzt hier für alle Netzwerkseiten allgemeine Einstellungen vornehmen. Das heißt, alle Benutzer werden in einer Datenbank gespeichert und können auf allen Seiten mit unterschiedlichen Rollen verwendet werden. Ich kann hier entscheiden, welche Themes freigeschaltet werden sollen, beziehungsweise welche sollen im Netzwerk verwendet werden dürfen. Und kann diese hier aktivieren oder deaktivieren. Ich kann auch hier entscheiden, welche Plugins für alle Seiten aktiviert sein sollen. Zum Beispiel der WordPress Importer und kann den für alle Seiten aktivieren. Ich kann hier für alle Seiten Plugins installieren. Und ich kann jetzt hier noch globale Einstellungen für mein Netzwerk vornehmen. Und schauen wir uns die Grundeinstellungen doch noch einmal im Detail an. Zum einen kann ich hier den Netzwerktitel ändern oder auch nochmal die Administrations-E-Mail-Adresse. Als nächstes kann ich hier Einstellungen für die Registrierung vornehmen, also erlaube neue Registrierung. In meinem Fall ist die Registrierung deaktiviert. Ich könnte aber auch zulassen, dass Benutzer sich registrieren dürfen am Netzwerk. Und ich möchte natürlich immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn sich neue Benutzer registrieren. Ich kann hier die Option freischalten, dass ich von jedem Punkt aus im Netzwerk neue Benutzer hinzufügen kann. Den wähle ich aus, denn der ist für uns sehr nützlich. Und ich kann hier Adressen festlegen, die für das Netzwerk blockiert sind. Ich kann genauso hier festlegen, mit welchen E-Mail-Adressen sich am Netzwerk registriert werden darf. Und ich kann hier auch E-Mail-Adressen konkret blockieren. Ich kann hier eine Willkommens-E-Mail für Nutzer, die sich am Netzwerk registrieren, verschicken lassen. Also ich kann hier den Text festlegen. Ich kann hier den ersten Beitrag, der in jedem neuen Blog erscheinen soll, also in jeder neuen Seite. Ich kann hier noch die erste Seite festlegen, das erste Kommentar und Autor des ersten Kommentars, URL des ersten Kommentars
Ich kann ja im Netzwerk die Upload-Größe global beschränken. Ich kann ja als nächstes die Speichergröße pro Seite festlegen. Das heißt, jede Seite darf hier maximal 100 MB Speicherplatz verwenden. Ich kann ja die erlaubten Dateitypen, also die erlaubten Dateitypen, die hochgeladen werden dürfen, festlegen. Und ich kann ja sagen, ein Upload darf maximal 1500 Kilobyte groß sein. Ich kann ja global die Sprache für das Netzwerk festlegen. Und ich kann ja noch das Administrationsmenü aktivieren für Plugins. Ich speichere die Änderung einmal. Als nächsten Punkt haben wir noch eine Übersicht von Aktualisierung in unserem Netzwerk. Von hier aus sehe ich, welche Plugins im Netzwerk eine Aktualisierung benötigen oder für die eine Aktualisierung verfügbar ist. Ich könnte die jetzt hier für das gesamte Netzwerk aktivieren bzw. aktualisieren. Und ich könnte, wenn eine aktuellere WordPress-Version verfügbar ist, auch diese hier aktualisieren.